Deine Videos retten den Tag. Das Gnüchen ist da, die Community auch. Geliked und abonniert und die Glocke wird aktiviert. Dankeschön an Emil. What? Emily. Für diesen epischen Kommentar. Und jetzt macht bitte alle, was Emil sagt! Zu riesigen Nebenwirkungen schreibt aus jedem Kommentar, Ich brauche nur einen ganz kleinen Moment deiner Aufmerksamkeit, denn ich bin sehr aufgeregt und ich werde heute endlich etwas sagen dürfen, das ich vor einem Jahr gestartet habe. Ein sehr, sehr großes Projekt und das wird jetzt endlich released. Und zwar bin ich ein Jahr lang auch unter anderem auch in meine Vergangenheit gereist, die teilweise wirklich nicht einfach war und habe daraus ein Buch geschrieben. Bevor ich dieses Buch überhaupt schreiben konnte, musste ich auch mit meiner Familie sprechen, ob das überhaupt in Ordnung ist, weil ich da Dinge preisgeben werde, die nicht mal meine beste Freundin wusste. Das habe ich der erst vor kurzem erzählt, damit die nicht geschockt ist, wenn die das Buch sieht oder liest. Es ist jetzt vorzubestellen. Der Link ist in der Beschreibung. Mein Herzchen schlägt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Zudem werde ich auch eine kleine Deutschland-Tour machen. Ich komme in verschiedene Städte. Da gibt es auch begrenzte Slots. Aus dem Grund werde ich das dann rechtzeitig ankündigen, dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt viel Spaß im Video. Willkommen zu einem neuen Video. Und heute werden wir zocken. Heute werden wir Tiere in die unmöglichsten Positionen bringen. Kann ich den... Was das alles zu bedeuten hat, seht ihr gleich. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Sehr viele Leute schauen meine Videos, haben mich noch nicht abonniert. Ich sehe das. Außerdem sieht man jetzt die Kommentarnamen. Die Leute sind ein Schloss dran. Das ist richtig süß. Und Dankeschön übrigens für die Kanalmitgliedschaften, ihr Süßis. Übrigens, Leute, wenn ihr noch nicht meinen Zweitkanal Verspieltes genug abonniert habt, dann macht das gern. Da haben wir fast die 400.000 und da kommen auch unfassbar tolle Games. Und jetzt geht's los. So, gib Pfote. Ich würde eigentlich ganz... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich halte sie nicht mehr aus! Also, wenn euer Hund euch die Pfote nicht gibt und das hier macht... Oh mein Gott! Dann ruft den Tierarzt. Ich kratze die Augen aus. Hier, nimm! Dafür, dass ich nie ausgeführt... Ich habe ihr nicht die Pfote gegeben. Ich habe ihr unter den Rock gegriffen. Das haben wir schon durchgespielt. Become a Queen kam sehr gut an. 2 Episoden. Checkt's ab auf meinen Kanal. Ihr werdet danach definitiv verstört sein. Okay, Sitz. Ich weiß nicht. Ich kann mich... Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich kann mich da nicht hinsetzen. Ich bin so nervös. Ich kann nicht. Nee. I'm a happy. A happy. Oh, mein Arsch kratzt heute wieder extrem. Okay, okay, okay. Also, erstmal sitzen. And oh mein Gott, es ist Stranger. Wie kann er dieses Kacklevel nur so amüsieren? We're running up the hill. Sieht aus wie so ein Hühnchen im Grill. Ey, dieses Spiel amüsiert mich einfach zu sehr. Oh mein Gott. Nachdem der Hund sich also 10.000... Ey, das, wir haben ein Problem. Das Bein will nicht jetzt. Oh mein Gott. Gutes Hündchen. Sie hat sehr Geduld und sie weiß, wie man sich als Girl mit einem kurzen Ruck hinsetzt. Achso, ich kann es fressen. Es fresst ihre Hand auf. Oh mein Gott, ich esse ihre Hände auf. Helfen Sie den Welpen. Was sollen die denn machen? Oh mein Gott. Oh Gott, der Arme. Es ist wirklich Stranger Things. Okay. Weiter, sie wollen, dass ich das Level beende. Okay, was soll der jetzt machen? Bringen. Es gibt Hunde, die sagen, nee, ich bring das nicht. Okay. Du. Fang den Hundeleckerli. Mach ich doch, ich tue doch gerade alles dafür. Put your hands up in the air. Put your hands up. Wir machen erstmal den herabschauenden Hund. Kennt ihr den? Der geht nämlich so. Achso, sie erlauben sogar, dass es weitergeht. Sie sollten mit dem Hund mal zum Arzt. Der Hund kriegt wieder Finger. Umarme sie. Kann ich sie auch anpinkeln? What? Hilf mir! Also ich umarme sie jetzt wie ein Mensch, ne? Ich soll sie umarmen. Dann machen wir das jetzt auch wie so ein gruseliger Mensch. Warte mal, nicht so wie so ein Hund. Oh, guck mal, der hier den Booty Swing kann. Komm, tanz mit mir, Senorita. Dein Haar duftet so gut. Ist das Pantene Provin? Ist das erlaubt oder ist das irgendwie eine Grenze, die ich hier gerade überschreite? Streichle den Welpen. Sommer Hund, ganz blöd. Oh Gott, muss ich den schon wieder umarmen? Hey. Du.
Ich wollte dir nur mal sagen, gib mir Wasser, ich verdurste! Sieht eigentlich eher aus, als würde ich mich paaren wollen. Girl, vergiss ihn, du hast mich. Es ist schon süß, ja. Was? Den Bauch reiben? Wusstest du, dass meine Tiere alle kastriert werden? Okay. We're running down the hill. We're running down the wall. Du nimmst ja die Katze und dann werden manche so tun wie, ja, ich gehe den Baum hoch und es sieht sowieso total unrealistisch aus. Ich dir auf den Kopf, scheiße. Gras essen. It was a tough day. Lassen Sie sie Nasen berühren. Das ist wie wenn ich mein Freund und ich streiten uns immer, wer kommen muss zum Gute-Nacht-Kuss. Genauso sieht's aus, wenn ich wieder dran bin. Jetzt heute bin ich wieder dran, wo ich das Licht aus, man findet sich nicht. So. Hinlegen. Oh, meine Gelenke sind heute wieder so steif. Wo muss denn mein Arsch hin? So, jetzt. Davon ein bisschen Zorn, das Tier macht erstmal das. Ja, wir haben gleich eine Liebesgeschichte. Reh versus Reh. Okay. Achso, jetzt muss ich eine Pause machen. Ich ergebe mich, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ja, Liebesgeschichte, ja. Deine Liebesgeschichte wartet auf dich. Beginne die Geschichte. Metten, er ist ein Straßenköter, guckt jetzt rein und ist Susi in Sträuchern. Er sieht jetzt voll den krassen Hund da drin und verliebt sich. Das machen Hunde übrigens. Was ist los? Erzähl weiter. Natürlich muss ich jetzt Werbung schauen, ey. Oh. Aber für euch mache ich das doch gern. Herkommen! Trockne den Hund. Was haben die in den Spielen eigentlich immer damit, dass man Hunde trocknen muss? Also, ich habe meinen Hund noch nie mit dem Föhn abgeföhnt. Ich weiß nicht, ob die das so geil finden. Oh, natürlich geh zu den Menschen hin. Also spätestens jetzt. Oh Gott. Also eigentlich solltest du mich erstmal zum Tierarzt bringen und gucken, ob ich irgendwem gehört, ob ich irgendwelche Krankheiten habe. Also es ist doch nicht meine Susi und Sträuch, Liebesgeschichte. Nächster Tag. Was für ein schöner Tag. Und wir spielen Ball. Natürlich spielen wir Ball. Und ich kann natürlich wieder nur Werbung schauen, um das Ganze weiterzumachen. Jetzt reicht's mir, beenden. Ach so, wie unnatürlich diese Pose ist. Das macht doch kein Hund, ey. Attention me! Was? Mach ein wenig Gerätturnier? Was? Was sind wir hier bei Ninja Warrior als Katze? Das ist einfach nur unnatürlich. Oh mein Gott. Nicht noch einmal! Hol die Katze von der Tastatur. Oh mein Gott. Streichle das Kätzchen. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht so gut, wie man mit Tieren umgeht. Oh Gott, das mit dem kleinen Kopf sieht aber überhaupt nicht gut aus. Füttere den Elefanten. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich den Elefant steuern kann, aber ich glaube, das kommt noch. Oder hatten sie Angst, dass ich mit dem Rüssel dumme Dinge anstelle? Oh, kann ich den mir selber... Hier, frisst du noch! Hopp. Streichle den Elefanten. Oh, es zerreißt richtig seinen Kopf. Hebe den Menschen an. So, das bekommst du jetzt dafür, du dummes Schwein. Oh mein Gott, ich habe mir auf den Rücken geschmissen. Oh, ein Dinosaurier. Oh, ein Langhals. Geil. Herumrollen. Was willst du? Heb ihn auf. Raus hier. Ich muss mich einfach nur groß machen. Also die Kinder sind definitiv tot. Öffne den Mund. Ah! Das mache ich auch immer, bevor ich anfange Bilder zu machen. Mache ich immer so. Oh ja, genau. Der kleine Bär. Oh, das ist aber süß. Hey, Girl. Oh, ja. Was ist denn mit dem Bären die ganze Zeit los?
Oh mein Gott, schneller! Was eigentlich, wenn wir gefangen werden? Ach so, ich muss mir die holen. Das ist eigentlich viel interessanter, wenn ich mir keinen hole. Der Bär holt mich eh nicht ein. Kann er nicht auch, oder? Wohl, wenn ich hier dagegen gehe? Oh ja. Okay, wir're dead. Oh mein Gott, der bringt uns halt wirklich um. Oh mein Gott, der frisst uns? Aus einem, das kann das Level gar nicht mehr spielen. What? Ja. 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 Okay, was mache ich jetzt? Oh mein Gott, was macht denn mein Kopf? Was ist denn los mit dem Dino? Kann ich mir den... Ich kann mir meinen eigenen Hin... Hast du das gesehen? Warum stirbt der? Der beißt mich einfach und ich bin tot. Naja, Leute, ich würde sagen, bis hier ist mal gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, dann empfehlt mir weitere Games. Und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich habe gesehen, dass viele von euch noch nicht abonniert haben, die Videos schauen. Ich habe euch beobachtet. Deswegen macht das gerne. Und jetzt raus.